Weiterspielen? Wieso? Sind wir hier? Was ist das hier? Guck nur gerade rüber, da stand halt Codierung überlastet. Nein, das kann nicht Zeit spielen. Wer ist du spitzt? Müssen wir hier weitergehen? Hallo? Oh God, what has happened to him? Dr. Faust, can you hear me? Are you all right? Yes. I can scarcely hear you. How terrific is the price of a single glimpse behind the veil of nature. Frank, we've sought to escape from the tedium and limitations of waking reality into beckoning vistas of fabled avenues of other dimensions. But did it work? Or was all in vain for us to begin with? I lost my sight and I cannot feel my legs anymore. Our bodies are falling apart under such alien sensations of this accursed device we used to open forbidden doors of time and space. And I feel every part of my body is failing fast. I have no power within me to resist my downward course now. So you have to move on. There is no other way. Reach the ancient Conarium and shed your deteriorated skin. Elves, consume some of this. It will ease your pain. But eventually you will end up like me. And I have such small... Dr. Faust! Dr. Faust! He is dead. Ich will nicht so enden. Speichern. Hä? I found it, Frank. I finally found my answers. Under the shifting sands.
Wir überspringen das. Ich will das Ding nicht nehmen. Ich möchte es nicht nehmen. Ich muss noch mal ein Spiel laden. Was ist denn heute? Was ist das? Ich gehe mal da drauf. Ich muss gucken, was passiert, wenn wir es nicht nehmen. Bin ich so schwach? Wir gucken mal. Ich muss es einfach wissen. This is the price we must pay for our transgressions. The price to be paid for breaking away from the limits of mortal flesh and delving into arcana of consciousness that few have trod. What the hell is going on? You are naive for suppressing our truest aspirations. Such earthly fear of improbability detached you from our absolute purpose. I definitely lost my mind. Ich kann einfach nicht zulassen, dass wir auch dieses Zeug nehmen. Und ich will es gar nicht nehmen. Wir legen uns einfach daneben und sterben. Es kann doch nicht umsonst gewesen sein, alles. Oh Gott, what has happened to him? Dr. Faust, can you hear me? Are you all right? Yes. Oh, ich dachte, man kann es überspringen. Hear you. Okay, wir müssen uns das nochmal anschauen. How terrific is the price of a single glimpse behind the veil of nature. Frank, we've sought to escape from the tedium and limitations of waking reality into beckoning vistas of fabled avenues of other dimensions. But did it work? Or was all in vain for us to begin with? I lost my sight and I cannot feel my legs anymore. Our bodies are falling apart under such alien sensations of this accursed device we used to open forbidden doors of time and space. And I feel every part of my body is failing fast. I have no power within me to resist my downward course now. So you have to move on. There is no other way. Reach the ancient Conarium and shed your
deteriorated skin. Elves consume some of this. It will ease your pain. But eventually you will end up like me. And I have such small... Dr. Faust! Dr. Faust! He is dead. Okay. Wir nehmen das nicht. Wir gehen weiter. Habe ich irgendwas vergessen zum Anschauen? Nee, wir nehmen das nicht. Wir nehmen es nicht. Mm-mm. Obwohl ich mich frage, vielleicht ist es einfach besser, die ganze Zeit da rumzuirren und Psychosen zu haben. Aber... Er hat gesagt, wir sollen suchen, wir sollen das Teil nur nehmen, es lindert unsere Schmerzen, wir enden eh wie er. Aber vielleicht war er einfach zu schwach. Vielleicht können wir es durchbrechen. Ich will nicht einfach aufgeben. Okay, Moment. Sind es die Zeichen? Ich brauche einen Zettel. Moment. Also so und so und so und so. Ist so und so. Ist gleich das. Schauen wir mal schnell, ob es das überhaupt gibt, das Zeichen. Einmal. Kann man hier drehen? Ja, kann man. Das ist das Zeichen, was ich gerade aufgeschrieben habe. Und wir brauchen dafür das Zeichen, das Zeichen. Das Zeichen ist, die Sonne braucht das Feuer. Die Sonne braucht das Feuer. Sonne braucht das Feuer. Nein, das Feuer braucht die Sonne, oder? Ja. Feuer braucht Sonne. Genau. Dann das mit dem Kreis braucht die dreieckige Uhr. Nein. Braucht die dreieckige Uhr. Da. Das Quadrat braucht das Tic-Tac-Toe-Zeichen. Das Quadrat braucht das Tic-Tac-Toe-Zeichen. Tic-Tac-Toe-Zeichen. Das F, das Verschnörkelte, braucht die Runde. Braucht das Runde. Was ist das? Ja, die runde Uhr. Okay, und jetzt drücken wir den Knopf. Prost, Mahlzeit.
Ich denke immer, es passiert was. Und jetzt? Oh Gott. Entschuldigung. Ich lasse mal die Kamera aus, damit wir alles sehen. Ich verfolge ihn mal. Das ist mein neuer Homie. Ich nenne ihn Kristallokal. Ich weiß nicht, was er macht. Das ist freundlich von dir, Kristallokal. Könntest du vielleicht mal das hier wegmachen? Ich komme da nicht durch. Kannst du mir helfen? Das Necronomicon ist ein Buch, das angeblich um 700 vor Christi von Abdul al-Hasret, dem verrückten Araber aus Jemen, geschrieben wurde. Der Legende nach erkundete er jahrelang die staubtrockenen Wüsten Arabiens, die uralten Tempelruinen von Babylon und die unberührten Katakomben von Memphis. Dann, endlich, fand er eine Stadt, die schon vor Ewigkeiten von den wandernden Dünen der Wüste verschluckt worden war. In seinen letzten Jahren in Damaskus schrieb Al-Hasret dieses berüchtigte Buch und verpackte darin das gesamte Wissen, das er auf seinen Reisen gewinnen konnte. Ich gehe nochmal zu Karl. Ah, ich habe sowas. Ah, warte. C. Gib mir die Power, Karl. Wo sind wir? Hm.
Okay. So, also 4 Stunden 21, gefundene Dokumente, Reisender ins Jenseits, gefundene Geheimnisse, ja, will. Ja. Okay, ziemlich verwirrt gerade, weil es ist ja immer, diese alten Götter sind so Echsengestalten im Prinzip. Sind wir jetzt ein alter Gott geworden oder? Also tot sind wir, glaube ich. Tot sind wir. Ja, genau. Keine Ahnung. Ich bin ziemlich verwirrt. Wenn ihr eine Idee habt oder eine, was passiert sein könnte oder wenn ihr es sogar wisst, unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen, weil ich bin gerade irgendwie ziemlich verwirrt. Ich werde es wahrscheinlich jetzt auch gleich nachlesen, was da jetzt abgeht, weil sonst verstehe ich gar nichts. Genau. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. War ein etwas ruhigeres Spiel. Sehr interessant. Gute, gute Atmosphäre. Ich liebe das Spiel. Also super. Jeder, der selber gerne spielen möchte, holt es euch auf Steam. Ich finde es super. Und wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt oder wenn ihr es wirklich wisst, schreibt es unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel. Tschüss.